Ein tragischer Fall nimmt Ende. Nach einem monatelangen Rechtsstreit muss sich die Familie eines 12-jährigen Jungen von ihm verabschieden. Dem kleinen Archie, der wegen einer TikTok-Challenge im Koma lag, wurden im Krankenhaus die Geräte abgestellt. Archie ist nicht alleine. Immer wieder fügen sich Kinder durch TikTok-Trends schwere Verletzungen zu. Wie es dazu kommen kann und was die Social-Media-Plattform so gefährlich macht, erfahrt ihr jetzt. Er hat bis zum Schluss gekämpft. Ich bin so stolz, seine Mutter zu sein. Das sagte Holy Dance, Archies Mutter, nur Momente nach seinem Tod den Reportern vor dem Krankenhaus. Zuvor hatten die Eltern mit allen Kräften vor Gericht um ihren Sohn gekämpft. Doch in Großbritannien gibt es immer wieder Fälle, in denen die Geräte schwerstkranker Kinder gegen den Willen ihrer Eltern von den Ärzten abgestellt werden. Ganz zuletzt hat es sogar der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte abgelehnt, in den Fall einzugreifen. Archie musste also, trotz des Kampfes seiner Eltern, sterben. Der kleine Junge war erst 12 Jahre alt. Ein TikTok-Trend hat ihn Anfang des Jahres dazu gebracht, sich selbst bis ins Koma zu würgen. Die sogenannte Blackout-Challenge reiht sich ein in eine ganze Reihe von lebensgefährlichen Trends, die mittlerweile leider zu der Plattform TikTok genauso dazugehören wie Tanz- oder Synchro-Videos. To Blackout, das heißt, übersetzt so viel wie das Bewusstsein verlieren. Darin bestand der ganze Sinn der Herausforderung. User auf TikTok filmten sich dabei, wie sie sich selbst bis zur Ohnmacht würgten und luden, wenn sie denn wieder aufwachten, die Videos in der Hoffnung auf Likes und Klicks hoch. Nicht so jedoch Archie. Er würgte sich so sehr, dass er das nun leider mit dem Leben bezahlen musste. Und er ist nicht der Einzige. Auch in den USA gab es bereits Fälle, bei denen Kinder sich aufgrund der Blackout-Challenge zu Tode würgten. So starben dort ein 8- und ein 9-jähriges Mädchen während einer Videoaufnahme, indem sie sich mit einer Hundeleine und einem Seil strangulierten. Auch in anderen Ländern soll es bereits Todesfälle durch die Challenge gegeben haben. Eltern und Familienverbände fordern medial lautstark Konsequenzen. Die Familie der beiden in den USA verstorbenen Mädchen etwa hat eine Klage gegen TikTok eingereicht. Der Vorwurf, die Plattform habe die Challenge gezielt gepusht und so Kinder zum sich selbst erwürgen animiert. Auch über neue Zugangsbeschränkungen zur App wird diskutiert. Denn die Blackout-Challenge ist nicht die einzige gefährliche Herausforderung, der sich Kinder im TikTok-Universum stellen. Da gibt es etwa die Challenge, bei der man von einem fahrenden Auto aus ins Wasser springen muss. Oder die Challenge, in der man Antihistaminika wie Drogen zum Highwerden nutzt. Die Leidtragenden sind bei diesen Trends vor allem Kinder, die die Konsequenzen, die solche Versuche haben können, noch nicht richtig abzuschätzen wissen. Ein Trend, vor dem in der Vergangenheit vor allem Bauern warnten. Kulikitaka. Bei dieser Challenge müssen sich Teilnehmende vor Weidekühen aufbauen, auf genau dieses Wort warten und dann wie wild auf sie zustürmen. Die Gefahren dieses Verhaltens liegen auf der Hand. 9 tödliche Kuhattacken gab es laut Vernehmen mittlerweile durch diese Challenge. Jetzt sind wir ernsthaft, da haben sich alle ins Hirn geschissen. Das sind Viecher, die verteidigen ihren Cabin, die verteidigen ihren Revier, die haben einen Instinkt. Nicht nur Landwirte sind verärgert. Auch in Akademikerkreisen mehren sich die Stimmen, die fordern, etwas gegen solche Trends zu tun. Professor Christine Freitag, Leiterin einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hessen, etwa forderte bereits mehrmals öffentlich, Smartphones bis zur 6. Klasse zu verbieten. Und die Landwirtschaftskammer Niedersachsen warnt im Zuge der Kulikitaka-Challenge davor, dass die Aktionen für Menschen und Tier lebensgefährlich sein können. Genutzt hat es bisher wenig. In die Politik ist das Thema noch kaum durchgedrungen. Und TikTok redet sich bislang durch seine Nutzungsbedingungen heraus. Die App hat nämlich eigentlich eine Altersbeschränkung ab 13 Jahren. So ist es Kindern also ohnehin erst ab der 6. bis 7. Klasse erlaubt, sie zu benutzen. Doch kontrolliert wird das Alter der User nicht. Nutzer, die die App downloaden wollen, können sich buchstäblich einfach älter machen, als sie sind, um die Nutzungsbeschränkungen zu umgehen. Zwar sind auch die Eltern in der Verantwortung, ihr Kind den verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet beizubringen. Jedoch ist es auch für sie nicht möglich, diese auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Über eine bessere Registrierungskontrolle für die App muss aufgrund der immer gefährlicheren Challenges deshalb dringend beraten werden.